ihr Lieben, wir sind mal wieder unterwegs und zwar wollen wir nach IKEA, nach Kmart und nach Spotlight noch ein paar Dinge für unser Auto besorgen bzw. Campingausrüstung. Ja, gestern haben wir uns mit zwei ganz lieben Menschen getroffen, und zwar mit dem Jan und der Annika, auch einem YouTuber-Pärchen. Die fahren heute leider schon weiter Richtung Norden, aber gestern hatten wir einen schönen Tag oder ein paar schöne Stunden am Mount Kuta und im Botanischen Garten. Aber jetzt machen wir uns erstmal auf den Weg zum Shoppen. Willkommen im Spotlight. Nicht fündig geworden, also weiter zu Kmart. Jetzt habe ich glatt vergessen zu filmen im Kmart. Es war aber auch so aufregend, so viel Zeug. Ich zeige das einfach hinterher, wenn wir zu Hause sind, in Ruhe. So, wir sind wieder zu Hause. Im Spotlight haben wir nichts gekauft, dafür aber umso mehr im IKEA und im Kmart. Im Kmart haben wir diesen Organizer gekauft für Hintersitz, damit wir unsere Sachen da so ein bisschen reintun können. Haben nur 5 Dollar. Einen zweiten Topf. Mit einem ist immer ein bisschen schwierig. Und Abschminktücher. So ein Frauending. In IKEA haben wir dann weiter geshoppt. Ein zweites Kissen für Fabian. Ein Kissenbezug dafür. Pfannenwender, ganz wichtig. Und Suppenkelle. Und achso. Und eine große Fließdecke. Nämlich sogar 1,50 x 2,40 Meter. Ja, das war's eigentlich schon. Wir machen gleich Abendessen und das ist doch auch schon wieder rum. Und dann sehen wir uns einfach die Tage. Tschüss!